willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. Wir chillen hier noch ein bisschen am Wasser und ich bin mal gespannt, was die anderen dieses Jahr noch so geplant haben. Da fragen wir mal nach. Wenn sie aufgespießt Charlie. Wurden, dann hätten sie jetzt hier nicht mehr stehen können. Ja. Bist du eigentlich zufrieden tot mit deinem Job? Mit welchem? Hallo. Naja, mit dem, was du halt so arbeitest. Schauspielern sind doch nicht, das ist doch nichts. Schauspielern ist gut. Hallo, ja, komm mal ran. Schon. Nur ein bisschen weniger Aufträge. Naja, das. Ich meine, die einzigsten Aufträge kamen, glaube ich, von mir, oder? Ey, das Bier! Pass auf, Mann! Das schmeißt die Birnnüsse. Was? Das ist. Kühlen. Das gibt eine Anzeige. So, jetzt wieder zu Ihnen. So, hallo. Da ist doch nichts. Hören Sie auf zu simulieren. Mann, komm raus da. Der Auto säuft gleich. Oh mein Gott. Ich kündige. Nee. Kündige, einer, die nicht vorhandene Feuerwehr. Wir sind Öl abnehmen. Komm raus da. Ey, raus da. Wenn die Batterien kurzen kriegt. Raus da. Oh, hallo. Nee, das kann, oh, nee. Ab. Da rette in der Not. Ist auch ein Butterbrot. Wer ist Butterbrot? Der Retter in der Not. Ist ein Kalbleberbrot. Wie viel Bar hast du in deinen Reifen drin, dass du so aufschwimmst? Um so 100 Bar. Der ist der Wassergott, ist er. Vielleicht Wassermann. Aber unrecht ist mir, das ist so schlimm. Jetzt willst du von da oben springen, oder was? Boah. Warte mal. Ey, da muss ich dich noch anders fahren. Ey, spiel mal. Ey, geh mal weg da. Spring, Jungs. Aua. Das hat weh. Sehr cool, hab ein Foto gemacht. Fahr jetzt nicht wieder da rein. So. Warte, ich mach von hier unten ein Foto. Attacke. Ab ins Wasser, Herr Cordes. Und ist so was geworden. Das erste war das Beste. Ja. War klar. Stellt euch alle mal hoch und springt zusammen. Oh, das wird eng. Müssen wir uns gut positionieren, Eier. So. Alle? Ja. Am besten jetzt nicht mehr bewegen. Ja. Am besten ein Countdown runter, die vorderen zwei springen bei 2 und die beiden hinten auf 3, okay? Perfekt. Du meinst aus bei 1, ja. 2, 1. Alles war nichts. Die letzten sind am besten gesprungen. Er kommt nach vorne. Warte, ich gehe nach vorne jetzt so. Vorne wieder bei 2. Hinten bei 1. 3, 2, 1. Naja. Nochmal. Weil es so schön war. Ja, nimmer seit sind sie außer Puste. Ja, also es ist anstrengend. Hier hochklettern ist anstrengend, ja, das stimmt. Es geht ja umso schneller runter. Sie stehen auf meiner Schulter. Das ist weh. Oh, sei ja. Oh, ich bin schon wieder am Sturz. Sturz besoffen vielleicht. 3. Das tut 2. immer noch sehr weh. Oh. Mann, Herr Krüger! Ah, Mensch! Springt er jetzt langsam? Ich hab's genau gesehen, Herr Cordes. Sie haben ihn geschubst.
Hab ich ja nicht. Doch, doch. Das tut immer noch weh. Aua. Aua. Krüger los. 3, 2, 1. Das war wohl der Fick. Das reicht jetzt aber. Das ist meine Speicherkarte voll. Haben Sie einen Nokia 33 oder was? Was ist das? Ich hab so ein großes von Philips. Ach so. Wollen Sie noch ein Bier? Ja, bitte, dann würde ich noch eins nehmen. Ja, da drüben im Kasten sind noch genügend. Ich nehme auch mal eins, ich hab noch gar nicht. Also Leute, ich weiß nicht, ich hab keinen Bock mehr hier, ja? Ich weiß noch nicht, was ich machen will. Ich glaube, ich so ein Gedanke aus. Im Kopf rum. Eher auswandern nicht. Ja, bei irgendwas anderes, irgendwas Neues vielleicht. Ja, irgendwas Neues habe ich auch Bock drauf. Ich hab keinen Bock mehr, immer Paletten von A nach B zu kutschieren. Willst du meine Palettenfabrik haben? Bah, weiß ich nicht, ich hab zu wenig Geld. Wir haben ja erst kürzlich einen neuen Schlepper und ja. Was weiß ich, was wir mit einer selbstfahrenden Spritze machen wollen, aber. Ja. Die ist nur für den Flex. Ja, die ist nur zum Flex. Lass mich als Bürgermeister aufstellen. Oh. Du dich? Ich mich, ja. Und du meinst dann. Gemeinderat wahrscheinlich. Wer war's mit Gemeinderat? Wer will Gemeinderat machen? Die. Ich ne, Bürgermeister. Ami, wo bist du? Ah, da bist du. Ja, das ganze Politiksystem ist hier sowieso irgendwie am Arsch. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Weißt du, ja, seid jetzt zu zweit, seit einem Jahr seid ihr gefühlt zu zweit im Gemeinderat und es gibt kein Controlling. Das Problem ist, dass ich alles alleine machen muss. Ja, das siehst du, dann kannst du ja auch Bürgermeister werden. Und dann gibt es den Gemeinderat und der kontrolliert den Bürgermeister. Zu sorgen, dass es normalerweise einen Bürgermeister gibt. Was ist da los? Was ist los? Was ist da los? Nicht mal mehr eine Feuerwehr anmacht. Ach, das ist. Das ist schon länger so, ey. Die Häuser brennen ja alle ab. Muss alles mal reformiert werden. Polizei haben wir jetzt auch nicht mehr. Ist auch abgehauen. Ja, die war ja auch unnötig. Arzt haben wir nicht mehr, Sanitäter haben wir keine mehr. Der hat da ja nur förmlich das Geld von der Gemeinde verblitzt. Ja. Im wahrsten Sinn. Ja, von dem her, ich weiß auch noch nicht, wie es weitergehen soll. Ja. Ich glaube, ich nehme erstmal eine Auszeit. Ja, ich glaube, ich mache auch erstmal einen schönen Urlaub oder so. Sommerpause. Ja. Der ist sowieso viel zu warm zum Arbeiten. Muss man auch mal so sehen. Da hast du noch höher Gefahr, dass die. Da, ja? Deine Hose ist nass. Nee, ja, das auch. Ja, ist bei uns rein. Und ich hatte da gerade schon gedacht, du hättest hier eine Hose gemacht. Also, ich will ja nichts sagen, aber seit 2-3 Monaten hat es nicht mehr geregnet bei uns. Das ist. Echt? Doof. Nein, durchgängig nur die Sonne. Deshalb wird meine Ernte auch nie was. Alles ja. So wenig. Tja, der Acker, der reißt bei uns schon auf, der Boden, der ist rissig. Wo ist denn der nimmer seitdem? Ich glaube, der ist abgehauen schon, der geht wieder rüber aufs Feld oder so. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ah ja. Ich bin immer so einsam auf meinem Hof, wisst ihr, das ist ein bisschen das Problem. Also ich sehe gerade was auf dem GPS, was also, mir nicht gefällt. Also ich glaube, das sieht, ich glaube, die wollen es nicht zu dir wegen der Forstwirtschaft. Ja, aber es bringt auch Geld. Heute was Tolles auf auf Feld 135 auf GPS sehen? Nö. Was denn? Ja, zeig mal her, wo denn? Ja, du musst in deine GPS-Dings gehen. Welches Feld ist das? 135 auf Wachstum müsst ihr gehen. 135. Ja. Warte. Ich finde das gerade im GPS nicht, oder?
Ja, Neumann. Das ist neben Lindenhof 3. Okay. Da waren die Aliens wohl da. Oh Gott. Ja, ich glaube auch. Also wenn ihr irgendwas von mir kaufen wollt, dann kommt einfach vorbei. Ich verkaufe, glaube ich, einfach mal alles. Ey, Marlon, lass da gleich mal hinfahren, ey. Schade, ey, dass ich jetzt nicht meine... So schade, dass ich meine Drohne nicht mit habe, sonst hätte ich da vorne oben Fotos gemacht. Jo. Hm. Aber ich fand's cool, heute Nachmittag nochmal so ein bisschen zusammenzusitzen. Auch wenn es nicht so viele. Oh, aber wir haben langsam ein paar Wolken am Himmel. Na, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. Aber wird noch, glaube ich, länger trocken bleiben. Ja, ich fahr da mal, ne? Danke fürs Bier, Neumann. Kein Ding, für den King. Ich würde sagen, wir haben keine Polizei, deshalb können wir ja einfach alle fahren. Ja, die ist ja auch ausgeflogen. Ich würde sagen, wir lassen die Kisten einfach beim Kiosk. Kann ja, wir spenden. Ja, spenden. Das werde ich mal überprüfen. Jetzt kommt wenn du wirklich so großzügig bist, das glaube ich nicht, Neumann. Ah ja, ich gehe auch mal wieder weiter. Jo, bis dann, ciao. Na, Marlon. So, also, tschüssi. Tschüss. Ja, tatsächlich bin ich am Überlegen, wie es weitergehen soll. Ob ich vielleicht mal... Achso, der... Ach, du willst so laufen? Wenn du mich mit dem Schaugut. Ah, bis oben an die Straße auf jeden Fall. Ich wollte bei den Blaubeeren noch vorbeischauen. Aber bis an die Straße kann ich dich mitnehmen. Glück, also musste ich jetzt bei Bauers und Strom bewerben. Wir sind jetzt einsam. Das wäre eine Idee, ne? Na komm, ich fahre dir noch kurz zum Drescher. Lieber schlecht gefahren, wie gut gelaufen, ne? Ich danke. Kein Thema, bis und dann. Noch. Bis dann. So, dann will ich nämlich noch zu den Blaubeeren und denen auch Bescheid geben. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Und vielleicht habe ich im Herbst oder im Winter wieder Bock, ein bisschen zu zocken. Ein bisschen zu farmen. Baue mir einen neuen Hof auf oder keine Ahnung. Es wäre interessant zu wissen, wie viel Kapital ich inzwischen angesammelt habe. Vielleicht machen wir morgen so eine kleine Kalkulation. Das könnten wir mal machen. Morgen so einmal ein bisschen durchrechnen, wie viele Ländereien wir besitzen, was so die Werte sind. Um einfach zu gucken. Vor 2 Jahren habe ich angefangen als Landwirt mit 0 Euro. Und ich würde ja schon gern wissen, wie viel Geld ich inzwischen gemacht habe. Der war aber auch flott. Hier. Ja. Alter, was ist denn hier los?
vom Unimog aus kannst du es ja nicht mehr richtig überblicken. Es sieht aber nicht nach Aliens aus. Nee, das nee. Sieht nach Patrick Blaubeer aus. So, aber kurz, jo, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.